Hallo, meine lieben Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen. Zur Tagesenergie für Dienstag, den 14.11.2023. Heute nehme ich von Matt Hughes das Ethereal Vision und wir schauen mal, wie es mit dem Lichthimmel kommt. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt die Karten nehme. Nach dem Umzug meines Platzes. Dankeschön, ihr Lieben da oben. Wir schauen, was darf sich denn jetzt zeigen? Von unten soll ich nehmen. Wir haben den König der Münzen. Wir haben den Pagen der Münzen. Und wir haben die drei der Stäbe. Hier haben wir den Narr. Wir haben die Königin der Kelche. Und wir haben den Eremit. Die Königin der Kelche ist eine so empathische Frau. Eine so schöne, reine, pure Energie. Und du bist meine Zuseherin, mein Zuseher. Ich schaue immer von der Dame, die auf einen Herrn schaut. Und wir haben hier unten drunter den Stern. Der Stern ist die höchste Schutzkarte im Tarot. Im Tarot, was nehme ich jetzt für Karten? Ich nehme das Romans Lenormand-Kartenbild von Wisten für die Herzebene, ihr Lieben. Hier liegt die Wahrnehmung. Das ist das, wie du von außen wahrgenommen wirst, aber auch das, was du in deinem Inneren wahrnimmst. Du nimmst schon wahr, dass hier der Neuanfang kommt. Du weißt es einfach. Denn der Narr mit der Null ist im einen Schritt vor dem Neuanfang. Wenn hier die Nummer 1 mit dem Magier liegen würde, dann wären wir schon im Neuanfang. Noch sind wir da nicht. Dankeschön. Hier haben wir den Blumenstrauß, wir haben den Fuchs, die Läuse und das Haus. Und drunter haben wir die Roten. Und dann nehme ich die Pansarlicht, die Klipperkarten. Es ist wieder ein sehr helles Bild, aber die Energie ist auch sehr hell, ihr Lieben. Wir haben den Diebstahl, die Krankheit, das Geschenk und das Wohnzimmer. Das Gericht. Die eigentliche Neunerlegung ist hier und im Herzen trägst du die Angst. Die Angst, dass hier dieser Mensch dir nochmal wehtut. Es geht nicht darum, dass du den schon kennst. Es geht darum, dass du Angst vor dieser Energie hast, dass du, wenn du dich jetzt auf etwas einlässt und nachher ist es nicht so, wie du dir das vorstellst, dass dir das wieder wehtut. Das hast du schon mit vielen anderen Personen erlebt, aber genau davor hast du Angst, dass man dir wieder das Genick bricht, Genick bricht. Ich weiß nicht. Und dass dich das dann krank macht. Und du hast jetzt schon Angst davor. Da sind wir genau bei der Null. Du hast jetzt schon Angst davor, obwohl es noch gar nicht begonnen hat. Obwohl du das Geschenk noch gar nicht in Händen hältst. Und das ist die negative Seite der Könige der Kelche. Hier dieses hochempathische, du nimmst die Angst auch an von anderen. Du nimmst die Gefühle der anderen an und da ist eben auch die Angst dabei, dass wenn dir hier jemand sagt, ich würde das aber nicht machen, schon bist du in der Energie, mache ich hier das Richtige? Anstatt auf dich zu hören, auf dein Herz zu hören und auf deine Intuition zu hören. Was mir gerade reinkam, warum ich so leise wurde, ist die Königin der Kelche. Ich habe eben gesagt, es ist eine wunderschöne Energie und das ist es auch. Das hier ist eben, jede Karte hat eine Schattenseite und eine Lichtseite. Jede Karte, auch die Sonne, kann verbrennen. Das ist auch nicht so schön. Und die Königin der Kelche ist eben, dass sie
so viele Energien annimmt, wie es ihr nicht gut tut. Hier kommt jemand von außen. Da steht zwar der Eremit drauf, aber das ist vollkommen unwichtig. Hier gibt dir jemand sein Licht. Und zwar sagt er dir, geh diesem Licht nach und du kommst nach Hause. Und zwar hier in dein Innerstes. Du hast Hilfe von außen. Du hast Hilfe von der geistigen Welt, die dich beschützen, die dir den Weg zeigen. Bevor du springst und diese Angst hier dich übermannt, diese Krankheit dich übermannt, schau erstmal nach dem Licht, was dir hier gereicht wird. Wir haben hier mit dem König der Münzen, dem Pagen der Münzen und den drei der Stäben, das hier ist die gute Ausgangsposition. Hier steht jemand oben auf dem Podest und schaut nach unten. Der hat den Überblick. Und das ist genau die Person, die dir dieses Licht reicht. Weil die weiß ganz genau, du sitzt nachher da und sagst, oh, hätte ich doch mal nicht. Oder soll ich wirklich? Ich habe Angst. Du weißt noch gar nicht, wie viel das ist und was dir hier gereicht wird, aber du weißt, dass du jetzt schon Angst hast vor dem Beginn. Und der König der Münzen, das ist der, der hier dir Sicherheit geben will. Oh, es ist gerade wirklich wunderschön. Und dann mach, was dein Herz und deine Intuition dir sagen, nicht was die anderen sagen. Es ist dein Geschenk. Wir haben hier das Geschenk und wir haben es hier. Wir haben es hier auf Herzebene und wir haben es hier in der Gegenwart. Diese Angst ist dein Geschenk. Jetzt klar zu sehen, wie viel du machst, weil andere das verlangen, weil andere das sagen. Es wird dir jetzt hier klar werden, wie viel Angst du unnötigerweise hast. Mach dir mal bewusst, ist es wirklich, wenn du jetzt Angst vor dieser Situation hast, veränderst du die Situation? Wirst du dann morgens wach und die Situation ist eine andere? Oder ist es einfach beim Alten geblieben und du hast dir unnötig Angst gemacht? Du bist die Königin der Kelche und ich möchte sie ein bisschen hochtun, weil sie eben wirklich über diesem ganzen Orakel steht und sie ist auf Augenhöhe mit dem König der Münzen. Aber, das hier macht dich krank. Und das hier soll in 23 bleiben. Das hat in 2024 nichts mehr zu suchen. Diese Angst wirst du überwinden. Und der Diebstahl, der Verlust, der ich komme gleich drauf, gib mir eine Sekunde. Der Verlust, dass diese kurze Krankheit hier in den Verlust gehen kann, dass dieses Gefühl, das Genick gebrochen zu bekommen, dass das in den Diebstahl gehen kann, in den Verlust gehen kann. Genau das ist es. Der ist schon unterwegs. Dieser Verlust ist schon unterwegs. Aber noch bist du in dieser Energie hier. Eine sehr interessante Energie, muss ich wirklich sagen. Ich möchte mal noch auf den Stern eingehen. Der Stern mit der höchsten Schutzkarte. Dieser Mensch, der hier von außen dir diesen Stern reicht. Und das ist so wundervoll, wie schön das so passt. Seht ihr das? Da ist in dieser Laterne ein Stern. Und das ist der Stern von oben. Das ist der Stern des Schutzes, der dir hier von der geistigen Welt gereicht wird. Und diese Gespräche. Das sind die 11 ist eine Engelszahl. Du wirst mit den Engeln darüber sprechen, was du hier annehmen kannst, was nicht. Such den Kontakt mit den Engeln, sie werden dir helfen. Weil die geistige Welt, die ist bei dir. Und auch hier haben wir die 23 mit dem Gericht. Das Gericht ist jetzt in diesem Jahr, ich spüre es ganz deutlich. In diesem Jahr arbeitet es auf Hochtouren noch, damit das in diesem Jahr bleiben kann. Was die 24 ist, ich weiß es. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst.
Und es wird schön in 24, weil wenn wir nach diesen Energien gehen hier, die auf den Karten sind und die damit einhergehen, ist es hier angstvoll. Aber die Hilfe ist da. Die Gespräche sind da. Es sind auch die Gespräche in dir. Und das zieht sich durch wie ein roter Faden. Es sind Gespräche in dir. Also, ihr Lieben, es ist total spannend an diesem Dienstag. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du die Königin der Kelche bist und dass du das hier einfach nochmal überdenkst und erkennst. Habt eine wundervolle Zeit, ihr Lieben. Wir sehen uns morgen zum Mittwochsorakel. Morgen früh um 5 bin ich da. Macht's gut. Ciao.